Es sind keine alltäglichen Töne, die im Bruder Franz Haus auf dem Kreuzberg erklingen. Sie sind Teil des Klangerlebens. Doch was ist das eigentlich, ein Klangerleben? Anders als bei einem Klavier- oder Gitarrenkonzert, wo jede Menge Töne auf den Zuhörer einwirken oder aufwirken, ist es bei mir ein bisschen anders. Bei mir sind die Töne aufs Wesentliche reduziert. Ich versuche mit den ganzen Klangobjekten, die ich hier habe, eine gewisse Stimmung zu verbreiten im Raum. Wichtig ist mir, dass die ganzen Klangobjekte miteinander oder aufeinander abgestimmt sind, in einer gewissen Harmonie. Egal ob sitzend oder liegend in eine Decke gekuschelt, die Zuhörer sollen es sich so bequem wie möglich machen. Damit sie sich entspannen können, erzeugt Ciccone sanfte Töne. Mit Klangschalen, indianischen und Bambusflöten und vielem mehr. Das Ergebnis sind Seelenklänge. Seelenklänge ist das, was intuitiv aus einem heraus entstehen kann. Und zwar genau mit Hilfe dieser Instrumente. Also die Flöten, die ich zum Beispiel spiele und die ich auch zum Teil selber baue, die sind in der Pentatonik gestimmt. Das heißt, alle Töne sind in sich harmonisch aufeinander abgestimmt. Und somit wird dem Flötenspieler erlaubt, seine Augen zu schließen und dann einfach aus sich heraus die Töne entstehen zu lassen. Neben den verschiedenen beruhigenden Klängen trägt Ciccone Textpassagen vor. Für jedes Klangerleben wählt er diese individuell aus. Diesmal unter dem Motto: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Der Anfang schützt uns. Wir müssen keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Wir können und dürfen uns Zeit lassen, um neue Denkwege auszuprobieren und alte Muster in Frage zu stellen. Den Zuhörern gefällt die beruhigende Stimmung, die beim Klangerleben entsteht. Ich habe am Anfang gedacht, ich könnte nicht abschalten, aber irgendwann hat er mich gekriegt. Und dann war ich weg. Ja, ich habe irgendwo auf einmal ganz abgeschaltet, war irgendwo ganz runtergegangen. Nee, war einmalig. Diese unterschiedlichen Klänge, also so dieses, ja, so Spüren durch den Körper, echt schön. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Es war so ein bisschen melancholisch, aber so, das hat dann doch gut getan. Ich musste etwas kämpfen mit dem Schlafen, weil ich hatte mich dann so abgeschaltet und dann, aber so ganz wohlig, vielleicht zu wohlig. Dass man dann so abschalten denkt. Und dann denkt man, du wolltest doch was mitkriegen. Nee, sehr entspannend. Aus Erfahrung weiß Ciccone, wie unterschiedlich die Reaktionen der Zuhörer ausfallen können. Das ist zum Teil immer ganz, ganz unterschiedlich. Aber man merkt mitunter, bei ein paar Instrumenten ist es dann so, kaum ertönen die. Und dann merkt man natürlich sofort, wie das auf die Zuhörer einwirkt. Das heißt, man beobachtet, die werden ruhiger, sie schließen die Augen und sind ganz präsent hier im Raum. Und wer das einmal am eigenen Leib erfahren durfte, bei dem wird das eine Klangerleben sicher nicht das letzte sein.